Ja, hast du gestern das Finale gesehen gegen Spanien, also 3-3? Ja, auf jeden Fall. War ein super spannendes Spiel. Bis zum Ende hart umkämpft und am Ende glücklich für die deutsche Mannschaft ausgegangen. Und wir sind zum ersten Mal mit der ersten Teilnahme Goldgewinner. Also es macht den Eindruck, dass halt bei 3-3 du dich gar nicht erholen kannst. Du darfst ja auch keine Pause erlauben. Ja, es ist sehr dynamisch, ein sehr, sehr schnelles Spiel. Wenig Pausen, wenig Unterbrechungen. Und das Format gibt halt alles möglich und gibt halt viele Optionen zu gewinnen und auch zu verlieren. Deswegen macht es das so spannend, gerade für die Zuschauer. Und meistens waren auch die Spiele alle sehr, sehr knapp. Und ging auch, glaube ich, nie wirklich um die volle Distanz. Ich glaube, das Spiel ging ja bis 21 ursprünglich. Aber meistens war es dann so, dass die Zeit das Spiel beendet hat. Ich denke, 3x3 ist das Format, ist ein sehr offenes Spiel. Ja, offensiv wie defensiv ist alles möglich. Es ist tagesabhängig. Ja, man hat ja auch mehrere Spiele an einem Tag. Deswegen, es war alles möglich, alles offen. Die Mädels sind gut. Sie haben jetzt auch, glaube ich, in Hannover viel trainiert die letzten Monate und haben sich spezialisiert auf 3x3 und haben sich am Ende dann super durchgesetzt. Hast du auch selber 3x3 probiert? Ja, ich habe es auch mal ausprobiert. Ist jetzt schon ein bisschen her, 1-2 Jahre. Ich wollte das ja auch mal mit der Nationalmannschaft auf ein Turnier in Holland, wo wir relativ erfolgreich waren. Aber ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber es war ein sehr, sehr gutes Turnier. Aber muss man sich schon stark umstellen? Wenn man aus dem 5 gegen 5 kommt, ist es was anderes, ja, definitiv. Es ist nicht so taktisch geprägt. Es geht mehr um Schnelligkeit, es geht mehr um Kampf, es geht mehr um Explosivität. Und man braucht halt ein gutes System. Gerade jetzt auch die Verhältnisse draußen sind anders als drin. Man hat zum Teil auch Windverhältnisse, wo man seine Probleme haben kann. Der Ball ist anders, der Ball ist kleiner. Also es gibt schon sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten.